Fokus. Fokus. Hier bin ich. Gibt's hier keinen Fokus? Und wieso bin ich so hell? Verdammt. Hallo ihr Lieben. Heute hat mich die Glossybox erreicht. Und ich habe sie nicht ausgepackt, weil ich euch das unbedingt zeigen wollte. Und zwar kam die Glossybox. Mal eben so bei mir an. Das ist ein Riesenpaket. Ein Riesenpaket. Doppelt so groß wie sonst. Oh ja, und ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Ich habe auch gar nicht in die in die Vorschau reingeschaut. Und von daher weiß ich jetzt überhaupt nicht, was mich da erwartet. Schauen wir einfach mal rein. So, ich öffne die jetzt. So. Okay. Hier wartet etwas Großartiges auf dich. Könnt ihr das überhaupt sehen? Es ist viel zu hell. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekomme. Okay. Liebe Abonnentin, du fragst dich, warum deine Glossybox diesmal in einer Umverpackung in doppelter Größe zu dir kommt. Ganz einfach, weil deine Produkte in diesem Monat zu großartig sind, um alle in unsere ikonische rosafarbene Box zu passen. Viel Spaß! Okay, da bin ich mal gespannt, wie großartig diese Produkte sind. Auf jeden Fall bin ich doch von dem ersten Produkt positiv überrascht. Und zwar lag das neben der rosanen Box. Und zwar ist das von Barbour. Was ist das? Oh, eine extra Limited Glossy Box Edition. Wirkstoffkonzentrat für trockene und feuchtigkeitsarme Haut. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich ganz klasse, dass Glossy Box ein Produkt von Barbour hier reingelegt hat. Weil Barbour doch eine sehr preisintensive Kosmetiklinie anbietet. Und das ist jetzt die ungeöffnete Glossy Box. Ah, okay. Und hier im Deckel mit zwei Augen, mit zwei Wimpern, Let's Stay Home. Okay, bleiben wir zu Hause. Was ist denn hier noch drin? Ach so, das sind jetzt wieder Flyer. Von Poster Unique und mein Müsli. Ja, dann wollen wir uns mal dem restlichen Inhalt widmen. Das Thema der Glossy Box ist Home Sweet Home. Bin ich sehr, sehr gespannt. Okay. Also als erstes kommt mir entgegen von da etwas Neues. Regenerierendes Ritual. Bodylotion mit Kokos und Mandelduft. Ja, das ist diese große Pulle hier. Und zwar, ich glaube, das kommt von der Body Lotion. Und zwar riecht die Box auch danach, Kokos. Wunderbar, darüber freue ich mich sehr. Weil ich einfach Kokosdufte liebe. Es erinnert mich an Urlaub. Habe ich dann hier Pixie by Petra Brow Tema. Clear Brow Gel.
Okay, das ist ein Augenbrauengel, ein transparentes, damit die Augenbrauen in Reihe und Glied stehen. Ich hole das mal eben raus. Ja, das kann ich auch sehr gut gebrauchen, da ich doch sehr störrische Augenbrauen habe. Sanssouci. Soweit ich weiß, ist Sanssouci auch eine sehr preisintensivere Marke. Das ist eine Nachtcreme Moisturize Deep Moist Depot. Die ist noch verschlossen. Und von daher werde ich sie jetzt nicht öffnen, weil ich die noch ein bisschen in meiner Sammlung behalten werde. Oder ich werde sie verschenken. Mal schauen. Ach ja, dann haben wir hier noch ein Fußbad und eine Fußlotion. Die habe ich schon zu Hause. Die habe ich letztens beim Rossmann gekauft. Und zwar ist auf der einen Seite, hier auf dieser Seite befindet sich das Fußbad und hier auf dieser Seite die Fußlotion. Und ja, spendet Feuchtigkeit und Pflege und wirkt sehr entspannend. Finde ich auch sehr schön. Kann ich auch sehr, sehr gut gebrauchen. Da freue ich mich auch drüber. Das ist übrigens von der Firma Montagne Jeunesse. Die hat ja auch immer diese ganz tollen Masken beim Rossmann. Und von daher ist dies auch herzlich willkommen in meiner Sammlung. Als nächstes haben wir hier eine Handcreme von Merci Handy Cherie Love and Hand Cream. Keine Ahnung. Ja, Merci Handy Cherie. Ah, okay. Love and Hand Cream. Die Marke sagt mir nichts. Ist auch verschlossen. Werde ich auch nicht öffnen. Musste eben die Karte wechseln. Speicherkarte war voll. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, Handcreme kann man immer gut gebrauchen. Und von daher auch herzlich willkommen in Modami. So. Ja, dafür, dass die Box richtig großartig sein sollte, finde ich sie eigentlich relativ. Keine Ahnung. Ganz gut, finde ich ganz nett, aber jetzt nicht, jetzt, dass ich jetzt sagen würde, wow. Ich finde die Glossy Box eigentlich sehr gut, auch was die Produktauswahl betrifft. Bis jetzt habe ich eigentlich keine richtigen Flop-Box gehabt, aber trotzdem habe ich sie deabonniert und das war jetzt wirklich meine finale Box, meine letzte Box. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.